Moin moin und herzlich willkommen, liebe Leute. Ich bin die Zementette, die erstmal unser Spiel anstellt und euch dann ganz herzlich zurückbegrüßt zur Achievement Hunt im Banished. Ja, wir sind immer noch in der ich hätte schon wieder Quadruppel gleich gesagt. Das wäre natürlich ein bisschen vieles Guten. Nee, in der Triple Achievement Hunt. Und arbeiten immer noch ein bisschen unsere Problemchen und Sörkchen ab. Und wollen mal schauen, ob wir das nicht irgendwie langsam aber sicher wieder in den Griff kriegen. Hatten wir hier schon umgestellt? Jawohl, hier kommt schon wieder Kohle raus. Und gucken mal, wie weit wir dann so kommen. Was sagt unser Kohlevorrat? 3. Na, da warten wir noch mal ein bisschen was ab. Server Food is low. Wieso ist Food low? Das weiß ich nicht. Genau, hier oben ist ein Hunter-Gatherer. Ist die Steinhütte hier oben. Genau, die ist fertig. Sehr schön. Wie ist denn hier der Laufweg mittlerweile von den beiden jetzt? Sehr schön. Auch schon mal besser. Jetzt kommt noch einer von ewig weit weg. Aber grundsätzlich ist das schon mal sehr viel besser, als es das noch in der letzten Folge war. Das sollte hier auch was Gutes tun. Ja. Ich plaudere mal ganz kurz aus dem Nähkästchen. Es ist jetzt gerade Ende Juni. Da musste ich kurz überlegen. Ich verwechsel immer gerne Juni und Juli. Es geht euch bestimmt auch so. Manche Leute sagen dann deswegen ja mal Juli, damit man uns besser unterscheiden kann. Das finde ich ein bisschen komisch und vor allen Dingen hilft mir das nicht wirklich bei der Unterscheidung. Es läuft gerade noch der Steam Summer Sale. Ich habe ein paar neue Spiele eingekauft, die sich hervorragend als Projekte für den Channel eignen werden. Was wunderbar ist, weil ich doch sowieso noch 1, 2, 3, 4, 4 Projekte im Kopf habe, die ich gerne machen will und machen werde. Und gleichzeitig auch noch 2 Projekte, wo ich Spiele in Early Access gekauft habe. Da gab es auch das eine oder andere schon im Sneak Peek, das eine leider noch nicht, aber auf jeden Fall 2 Spiele, die ich mir im Early Access gekauft habe, wo ich mich darauf freue, dass ich sie spielen kann und die ich dann auch spielen will. Das heißt, es gibt eine ganze Menge Material, das ich mit euch zusammen zocken kann. Da freue ich mich schon richtig drauf. Das wird bestimmt toll. Und da bin ich mal gespannt, wie es dann aussieht, wenn wir mal soweit sind. Nur erstmal müssen dafür natürlich A, müsste man dafür mehr Zeit haben, als wir jetzt haben, oder B, müssten Projekte zu Ende geführt werden. Aber es mangelt mir jedenfalls nicht an Zukunftsprojekten. Und kann ich schon mal verraten. Also auf Endes Channel wird es auch in der Zukunft genug zu tun geben. Allerdings jetzt gerade müsstet ihr im 4 Spiele, also 2 an einem und 2 an einem anderen Tag Rhythmus sein. Den muss ich in absehbarer Zukunft mal ändern. Da werde ich im nächsten... Lass mich gar nicht lügen. Ich glaube, diese Folge kommt nach dem nächsten Sendeplan-Video raus. Genau, das nächste Sendeplan-Video erscheint Anfang Juli. Diese Folge muss später erscheinen. Die dürfte aber auch nicht viel später sein. Die müsste... Wahrscheinlich ist die auch so erste Juliwoche. Also es wird wahrscheinlich kurz nach dem Sendeplan erscheinen. Da werde ich das alles nochmal ausführlich erklären. Also unbedingt den Sendeplan gucken. Was ich an dieser Stelle aber schon mal verrate und was vielleicht für den einen oder anderen, der den Sendeplan gar nicht sieht, weiß ich es auch, ich weiß sowieso, was bei Intimulf interessant sein sollte, ist, schaut mal auf die Facebook-Seite öfter rein. Da stelle ich immer mal wieder auch Fragen für euch rein. Ich habe jetzt nämlich gerade eine reingestellt zu einem dieser Zukunftsprojekte, wo ich mir gedacht habe, da weiß ich gar nicht, wie ich damit umgehen will. Und vielleicht habt ihr da eine Meinung zu. Und wenn ihr eine Meinung habt, dann ist das ja vielleicht eine gute. So, und du machst jetzt mal Skilltools. Ich hoffe, das geht. Hier gibt ja ein bisschen Kohle rum. Kannst ja dir ranholen. Und die halten ja auch länger. Und wenn wir so ein bisschen Mischmasch-Tools zumindest schon mal wieder in Umlauf bringen, ist das sicherlich nicht schlecht. So, was bauen wir gerade? Gatherers Hut, das ist der hier oben. Naja, okay, da muss aber noch eine Hütte mehr hin. Wie viele Bilder haben wir? 4 von 3, das ist in Ordnung. Ich ärgere das, dass ich jetzt hier schon wieder auf Holz umgehe, aber das macht sich auch schon sehr bemerkbar. Wenn ich hier auf die Vorräte an normalem Holz und die Vorräte an Feuerholz gucke. Wobei ist natürlich gerade Frühling, da ist zumindest das Feuerholz berechtigt gering. Ich glaube, wir brauchen so dringend mehr Eisen, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Achso, auch deswegen expandiere ich hier oben ja auch. Also unter anderem auch deswegen. Haben wir genug Leute für die Gatherer? Ja, haben wir. Jetzt muss ich ein bisschen wieder über mein Mikro luren, damit ich das sehe. Und dann hoffen wir, dass die erstmal hier stellenweise einziehen. Beziehungsweise wo die einziehen, müssen wir gucken. Aber ich muss jetzt wieder ein bisschen zusehen, dass ich den Verbrauch abgreifen kann, der hier entsteht. Und dafür haben wir auch hier schon einen neuen Forester gebaut. Da sind aber nur 2 Leute eingestellt. Wieso?
Wir haben momentan auch wieder zu wenig Hütten und ach, wir haben eigentlich alles zu wenig. Wir haben zu wenig Tools, wir haben zu wenig Hütten, wir haben zu wenig Food, wir haben zu wenig alles. Ah, naja. Aber ich hoffe ja immer noch, dass wir die Krise wieder in den Griff kriegen. Ich bin ja eigentlich Optimist. Naja, auf jeden Fall ist das Let's Player-Dasein gerade reichlich anstrengend. Oh, ein Recard, das habe ich auch selten gesehen. Anstrengend ist vielleicht das falsche Wort, aber reichlich kompliziert. Einfach weil es viele Dinge gibt, die besser laufen könnten. Es gibt auch viele Dinge, die könnten schlechter laufen, so ist es nicht. Und ja, ich muss mal gucken, was ich mir wie einfallen lasse. Auf jeden Fall wird es in absehbarer Zukunft so sein, dass die Channel-Struktur, was die Projekte angeht, sich ein bisschen ändert. Da weiß ich jetzt noch nicht genau, was da sich wie ändern wird. Da mache ich mir gerade erst Gedanken zu. Aber diese Gedanken, die kommen, die passieren und da wird früher oder später auch irgendwas sich tun. Wir haben natürlich gerade vier von zwei freie Bilder. Das heißt, ich schmeiße hier noch ein Haus in die Umgebung. Das weiß ich auch schon warum. Denn hier oben wird auch nochmal eine Forester-Ecke eingerichtet. Resource Production Forester. Eisen produzieren wir momentan noch genug wieder nach. Das sehe ich ja, das läuft. Ich weiß nicht, was von den Minern kommt. Das liegt, glaube ich, eher daran, dass die jetzt hier anfangen, das Zeug wegzuholen. Was ganz gut ist. Ja, Reserve Tools ist low, ist in Ordnung, weiß ich. Reserve Food ist low, ist nicht in Ordnung, weiß ich aber auch. Weiß nur nicht warum. Reserve of Tools ist low heißt erstmal, wir haben überhaupt erstmal wieder Tools. Und ist insofern eher ein gutes, denn ein schlechtes Zeichen. Und wenn der jetzt hier auch Steel Tools wiederherstellt, was er gerade tut, halten die dann auch wieder ein bisschen länger und dann kommen wir da, glaube ich, nach und nach. Genau, die sind auch Steel Tools im Lager. Nach und nach sollte sich das langsam wieder einpendeln mit dem Toolmangel. Das wäre so sehr schön, wenn wir das wieder loswerden. Das ist echt riskant sonst. Achso, das zweite Stonehouse habe ich mir noch nicht rübergezogen. Das machen wir mal. Und den können wir auch schon mal rüberziehen. Ne? Und dann können wir auch schon mal was machen. Nämlich das Ding hier nehmen, sowas hier nehmen und in der Größenordnung. Und zwar hier, so in der Größenordnung. Der wird zwar auch ein bisschen dauern, bis der fertig ist, weil den keiner macht, den Stockpile hier, aber den brauchen wir nachher für die Woodcutter, die da hinkommen. Haben wir dann etwas kleineres Suchgebiet für unseren Gatherer, aber da muss er dann mit leben. Das wird schon gehen. Kommt sie ja jetzt schon ein bisschen in die Quere mit diesem Gatherer, aber Gott, ist ja irgendwie, irgendwas ist ja bekanntermaßen immer. Jetzt haben wir auch schon wieder 20 Eisen für Häuser rausgehauen. Das ist nicht gut. Weil wir gerade 20 Eisen haben und eigentlich würde ich die ganz gerne irgendwie auch verwerten und behalten. Ich habe gerade auch ein ganz, ganz ungünstiges Timing auf dem Channel irgendwie. Ich glaube, ich sage es in irgendeiner der Age of Wonders Folgen, die ihr in absehbarer Zukunft auch gerade zu Gesicht bekommen habt oder bekommen werdet. Also die auch zeitnah mit dieser Folge erscheint auf jeden Fall. Ich habe irgendwie es gerade geschafft, alle Projekte gleichzeitig außerhalb meines Materiallimits zu haben. Also ich habe immer so ein paar Folgen, wie gesagt, sage ich in der Folge auch, nehme ich immer im Forum auf. Nehme ich immer im Voraus auf. Und die sind echt alle exakt zeitgleich ausgelaufen. Das heißt, ich habe jetzt auf einmal drei Projekte, die alle gleichzeitig weitergeführt werden müssen. Statt dass ich Schrittchen für Schrittchen erst ein Projekt und dann nochmal ein anderes machen kann. Aber naja, okay. Steine haben wir natürlich auf einmal auch gar keine mehr, ist ja auch schön. Irgendworan mangelt es ja auch unbekanntermaßen immer, ne? Aber das ist mit den Steinen ein lösbareres Problem als alles andere, weil hier liegen ja auch genug Steine rum. Und wenn sie den Stockpile vielleicht nochmal als erstes fertig machen, können sie sich auch ein bisschen Lauferei sparen. Und das wäre ja dann auch ganz hilfreich. Ja, die haben euch jetzt eine ganz hohe Priorität gegeben, das ist schön. Ach, da haben sie auch schon Sachen draufgelegt, guck mal. Da liegen schon Sachen drauf, obwohl er noch nicht fertig ist. Das ist ja witzig. Naja, aber wenn sie den jetzt fertig machen würden, ich muss mal reingucken, was ist denn da eigentlich noch drauf? Ist das dieser Stein hier? Da hämmert einer drauf rum. Mach mal weg. Ja, ja, machst du gut, mach mal weg. Aha, ne, scheinbar nicht. Ja, keine Ahnung. Ist nicht fertig. Naja. Müssen wir mal gucken. Wir haben halt auch schon wieder eine relativ hohe Anzahl an Mannequins bei uns.
muss man jetzt auch mal sein, das geht ja bei uns rucki-zucki. Und da müssen wir auch nochmal schauen, wie wir das machen, dass die alle am Leben bleiben. Aber das soll wohl gehen. Hier unten gibt es ja genug Nahrung, genau. Richtig, neue Fischer wollte ich nochmal überlegen. Hier habe ich einen Fischer gebaut, richtig. Sehr schön, ein Stockpile. Und ich denke, ein paar neue Fischer können wir hier oben auch einen noch hinsetzen, ne? Ja, hier noch einen Fischer hin. Das ist auch schön. Ja, das ist, ich merke jetzt so, wo die Schwierigkeit an diesem One with Nature Achievement liegt. Ich habe ja anfangs noch gesagt, alleine ist das eigentlich gar nicht so schwer, denke ich. Aber dadurch, dass man seine Stadtstrukturen so weit auseinanderzieht, ist es halt schwierig, die Leute in der Nähe von einem Market zu halten. Und der Market saugt tatsächlich die Storage-Bahn sehr schnell leer. Ihr seht, hier ist nur Herbs und ein bisschen Fisch drin. Das heißt, die ganzen Hunter-Sachen, die er hier sammelt, die sind da gar nicht mehr drin. Die werden nämlich auch relativ zügig dann da weggebracht. Und wir können hier nochmal eine zweite Verbindungsbrücke bauen. Ich glaube, das wäre eine gute Idee. Und ja, das geht dann immer relativ schnell, bis sowas wieder weg ist. Wir haben hier so viele Projekte gerade laufen, ist auch wieder geil. Ist ein bisschen, dieses Let's Play ist metaphorisch für meinen Channel. Auf meinem Channel laufen gerade 4 Projekte und das ist Ente eigentlich ein bisschen zu viel. Und jetzt weiß Ente gar nicht, wo er anfangen soll, was zu machen. Weil er halt gerade auf alle Projekte gleichzeitig was machen müsste. Naja. Und so ist das in Banish auch. Wir haben ganz, ganz viele Baustellen und müssen die alle gleichzeitig bedienen. Und das funktioniert nicht. Funktioniert im Leben sowieso am seltensten. Am besten immer eine Baustelle nach der anderen, aber beiden. Dann wird es meistens auch besser. Was macht das Eisen? Das ist schon wieder ganz, ganz wenig. Das ist schlecht. Haben wir hier hinten schon alles weggesammelt? Nee, hier sind auch Aufträge erteilt. Da sind sie noch dabei. Gut, dann macht mal alles hier an Eisen, alles gut. Wir müssen nur aufpassen, der Eisenvorrat, der darf echt nicht klein werden. Wir werden aber Folgendes machen, ich sehe, unsere Kohle haben wir nicht im Überschuss, das heißt, ich werde jetzt mal hier hingehen, hier runtergehen auf 10, dann werden hier mehr Arbeiter hingehen, genau, und dann werden wir ein bisschen höheren Eisennachschub bekommen als Kohle. Aber ich hoffe mal, dass sich das mit 3 noch ausgeht, im Moment haben wir Kohle im Überschuss. Apropos Kohle im Überschuss, das bedeutet, dass du hier hinten bitte auch Steel Tools wiederherstellst. Und dann ist vielleicht die Kohle nicht mehr so im Überschuss, dann machen wir es vielleicht doch so, dass hier zumindest noch 4 arbeiten. So. Okay. Denn sonst wird das mit der Kohle irgendwann vielleicht doch wieder eng. Aber Steel Tools halten länger als Iron Tools und Iron Tools, meine Erfahrung war, in meiner großen Stadt, wie ihr auch im Let's Show ja mehrfach schon gesehen habt, ist meine echte Erfahrung gewesen, dass die Iron Tools gar keine Lösung sind auf Dauer. Die Iron Tools, je größer deine Stadt wird, da ist einem gerade ein Tool kaputt gegangen, dem Idiot, das kann er doch nicht bringen. Aber jedenfalls, sobald man nur Iron Tools herstellt und die Stadt größer und größer wird, kann man irgendwann nicht mehr nachproduzieren. Also geht nicht, keine Chance. Und deswegen muss man irgendwann auf Steel Tools umstellen, auch wenn man dafür eben eine Mine mit Kohle irgendwie betreiben muss. Ist halt so. Aber dafür ist es dann mit Steel Tools eigentlich auch kein großes Problem. Es sei denn, man hat schon vorher einen Mangel. So wie wir. Und die Zahl hier, die stagniert. Das ist, die geht immer mal wieder runter und dann geht sie wieder hoch. Und das ist halt genau das Problem, weil die Tools nicht lang genug halten. Der kann nicht nachproduzieren schnell genug. Jetzt hoffe ich, dass das mit dem Übergang zu Steel Tools sich nach und nach noch mal wieder bessert. Die sind hier ja fleißig dabei, die Jungs. Und dann soll das hoffentlich bald mal wieder besser sein. Wenn ich irgendwann in absehbarer Zukunft das Ding hier mal fertig habe, das wird noch ewig, ewig dauern, aber wenn wir das mal fertig haben, dann gibt es einige Statistiken, die da drin richtig spannend sind. Unter anderem die Statistik darüber, wie viele Tools wir wann wie hergestellt haben, die wird eine riesige Schwankung haben, die wird rauf und runter und rauf und runter und rauf und runter gegangen sein. Aber naja. So, dann machen wir hier hin. Wir müssen jetzt mal weitergehen hier, dieses Haus hier muss ja mal... Ah, das ist sogar weniger weit. Okay, das untere habe ich auch zuerst geplant, ne? Ja, okay. Schauen wir mal. Es läuft ja immer noch. Wir sehen, es steigt auch wieder die Besucherzahlen. Genau, die Besucherzahlen steigen auch wieder. Und jetzt müssen wir aufpassen, dass die... Ja, genau, das habe ich gerade gedacht. Food nicht zu wenig wird. Jetzt müssen wir aufpassen, dass diese Zahl nicht explodiert. Auf einmal wieder. Durch die Umstellung. Das wird kurzfristig einen Anstieg nochmal wieder in diesen Werkzeuggeschichten bringen. Der sich dann aber danach wieder legen sollte. Hoffentlich. Glaube ich. Schätze ich. Vermute ich. Hoffe ich. Will ich. Und dann gucken wir mal. Wir haben auch mittlerweile 13 Laborer. Da könnten wir eigentlich nochmal
ein, zwei Miner und ein, zwei, drei Stonecutter draus machen. Müssen wir eben gucken, dass die Stonecutter und die Miner alle möglichst nach nah genug dran wohnen. Denke aber, dass das geht. Die kommen, bis auf ein paar Ausnahmen, von da. Die kommen alle von hier und die kommen alle von hier. Okay, können wir mit leben. Für die eine Ausnahme, die von hier kommt, könnten wir später nochmal ein eigenes Haus hier noch bauen. Hier ist noch Platz für Häuser, da kommen auch noch Häuser hin. Und jetzt muss erstmal alles andere wieder irgendwo in geregelte Bahnen gelenkt werden. Und wenn das geregelt ist mit den geregelten Bahnen, dann ist alles geregelt, weil wir ganz oft geregelt gesagt haben. Und man weiß ja, je öfter man geregelt sagt, desto besser wird alles. Einfach, wenn es im Leben nicht läuft, ganz oft geregelt sagen und dann regelt sich alles von selbst. Ist so. Ist einfach so, wussten schon meine Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Großeltern. Das haben sie damals in ihr Poesiealbum geschrieben. Ne? Läuft's im Leben scheiße? Sag, das regelt sich schon und dann ist es schon geregelt. So steht's im Poesiealbum meiner Großeltern. Okay, erst sind es meine Urgroßeltern, ich weiß. Oder meine Urgroßeltern, auf jeden Fall Eltern, also ne, weit weg. Ach je. Und die Ente schnackt schon wieder einen Blödsinn mit euch. Das ist echt erschreckend. Naja. Ja, also unsere stagnierenden Zahlen stagnieren. Das ist auch sehr wichtig. Stagnierende Zahlen stagnieren. Unser Klo, ist, man arbeitet nicht. Haben wir einen Taylor oder zwei? Wir hatten noch einen zweiten angestellt, meine ich, ne? Ja, haben wir. Der eine sitzt hier, wo sitzt denn der zweite? Wo haben wir den denn hingesetzt? Taylor, wo bist denn du? Ist er auch nicht? Wir haben zwei, aber kein Mensch weiß wo. Ja, jetzt werde ich aber langsam etwas malig. Wo sind denn die Taylor? Mal gucken, hier, da. Der eine sitzt hier. Ach, den habe ich hier hinten gleich dran gesetzt. Der ist hier. Da sind sie, die beiden. Das passt auch. Die holen sich ihre Sachen sowieso von hier. Aber wir haben tatsächlich auch wahrscheinlich einen Mangel an Leather. Mittlerweile. Auch den kriegt man normalerweise haufenweise, wenn man Kühe hat. Aber wir haben halt auch keine Kühe. Ne? Und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Hier könnte sich auch noch was anbieten. Hier könnte man noch einen Hunter reinsetzen. Aber erstmal warten wir jetzt, bis die drei Sachen hier oben fertig sind. Ne? Übrigens für die nächste Folge, die jetzt kommt. Ich bin langsam der Meinung, dass ich das Problem hier... Wollte mich doch ärgern, ne? Jetzt gerade weniger, damit es wieder mehr. Hey, sieht doch ich auch als. Tja. Kaka. Das Problem ist, dass jetzt, oder ist das Problem? Dadurch, dass ich jetzt wieder auf Steel Tools umgeschaltet habe, werden diese Tools, die sich jetzt rausholen, ich meine, Steel Tools dauern in der Produktion sogar einen Tick länger als Iron Tools. Ich meine, das war so. Bin mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher. Und dadurch, aber jetzt müssen sie halt erstmal die Iron Tools aus den vorhandenen Händen waschen. Die müssen sich natürlich, benutzen sich ja wieder ab. Und dann müssen sich neue Steel Tools holen, die erstmal fertig werden müssen. Das dauert also auch das ein bisschen. Ja, 23 Steel Tools hat er letztes Jahr hergestellt, das ist gut. Und der hier hat 41 Iron und 9 Steel Tools hergestellt, das ist gut. Und ich hoffe, die kommen da beide gegen an. Wenn nämlich nicht, muss ich doch noch einen neuen zusätzlichen Blacksmith noch bauen. Ich meine nicht, dass ich die Manpower dafür nicht übrig hatte. Wir haben genug Leute über. Aber, boah. Ist halt die Frage, ob das unbedingt muss. Ich habe das Gefühl, das ist vielleicht gerade gar keine doofe Idee, das zu machen. Und dann bauen wir noch einen zweiten Blacksmith da hinten hin. Resource Production. Wo bist du? Blacksmith. Da. Kostet halt 32 Eisen. Was ist das, ne? Das müsste man erstmal haben. Das liegt hier oben aber rum. Oben liegt sogar dicke noch ein bisschen mehr Eisen rum. Aber davon gehen jetzt auch noch wieder 20 drauf. Also wir warten mal, bis das hier fertig ist und dann kümmern wir uns im Zweifel, wenn es dann immer noch nicht wieder gut ist, um einen weiteren Blacksmith. So machen wir es, ne? Das machen wir aber nicht mehr diese Folge. Also für die nächste Folge, das wollte ich gerade sagen, habe ich mir noch mal ein kurzes Schnackthema rausgesucht. Ich weiß gar nicht, ob das für eine ganze Folge reicht, aber ich finde es sehr spannend. Hab da bestimmt noch 2-3 Worte dazu zu sagen. Ist kein mega berühmtes Thema. Geht noch mal wieder ein bisschen um das Thema Computerspielen. Haben wir ja noch nie drüber geredet im Let's Play. Aber grundsätzlich... wollte ich da nochmal ein bisschen mit euch drüber schnacken und das machen wir aber in der nächsten Folge. Für diese Folge, ich bin nämlich die Zementente. Ich bedanke mich, dass ihr zugesehen habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da, lasst mir ein Abo da, lasst mir Kommentare da, alles, was ihr gerne möchtet. Ich bin auch ein fleißiger Kommentareleser, also wenn ihr was schreibt, dann lese ich das auch und nehme das auf jeden Fall wahr. Und ihr habt sogar eine recht große Chance, wenn ihr was Vernünftiges schreibt und nicht, ja, geile Folge,
dann habt ihr auch eine gute Chance, dass ich euch gerne auch nochmal eine Antwort da lasse. Wenn ihr eine Frage zu was habt, schreibt eine Frage rein, antworte ich drauf. Alles normalerweise kein Problem. Wir sind am Limit vom Firewood. Das ist bei was? Bei 1000? Dann machen wir ruhig 1500. Ja, also das auf jeden Fall. Nutzt diese Gelegenheit, die hat man nicht bei jedem YouTuber und bei mir habt ihr die, deswegen nutzt die. Ansonsten aber, auch wenn, wenn ihr das alles nicht tätet, würde ich mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet. Und bis zu dieser besagten nächsten Folge drücke ich auf Pause, wünsche euch alles, alles Gute und sage ciao, ciao.